So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Skyrim. Ich gucke gerade, ob Aufnahme läuft und so weiter und so fort. Ja, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. In den Vergnügen. Hier glänzt ja irgendwas, deswegen muss ich nochmal kurz gucken. Ja, und da hinten, ja, man sieht ja schon, dass es ein bisschen größer wird und das bedeutet. Ja, wir machen gerade ein bisschen besser für uns. Wenn es geht, geht's. Wieder aufgestanden, oder wie? Nee, das war ich dann nicht mehr. Kannst du bitte laufen? Ich hänge. So, den Olaf haben wir. Aber du bist jetzt wahrscheinlich wieder stumm, ne? Sprachausgabe. Aber wir holen jetzt erstmal das Ding. Das Wort. Komm zu mir, liebes Wort. Fortgelernt, der macht Sturmwirbel, Windsprint. Oh, wow. Das haben wir jetzt schon gelernt in zwei Ausführungen oder mindestens einem. Das kennen wir schon ganz gut. Schön, schön. Wir sehen die noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich noch die eine Quest eben erledigen. Das ordentlich freizuschalten. Verstehe, verstehe. Ja, da kommen wir raus. Gucken, ob wir den bei dem Olaf was finden. Das sieht gar nicht aus wie ein Olaf eigentlich. Olafse sind eigentlich Schlüssel. Olaf Schatzkammer. Ja, eher
übersichtlich, was der dabei hat. Warte. Ich meine, Schatzkammer ja schön, aber das muss ja noch lange nichts heißen. So. König Olaf. Hat er ganz schönes Gefolge gehabt hier, ne? Auch alles Geißel dabei sogar und so. Todesfürstchen. Ja, echt alles ganz systematisch machen, damit du nicht durcheinander kommst. Also ein paar haben wir in Advance, oder? Schon erledigt gehabt. Ja, der hat ordentlich geschluckt hier. Wow. Was zum Denken bekommen. Kleiner Denkpfeil. So. Das ist nur ein einfacher Trauger, okay. Die durften auch mitsitzen. Die waren nur zur Dekoration. Ein ruheloser Trauger, der schippert jetzt praktisch wie immer mit rum. Ja, das war ein ganz schönes Durcheinander jetzt beim Kampf. Ich hatte aber nirgendwo das Gefühl, dass es wirklich gefährlich war. Alles gut. So. Mann, 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 das hat ziemlich nachlässig getroffen hier. Wäre halt ungerecht den anderen gegenüber. Ne? Man muss es halt auch immer mal so sehen. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Eigentlich will ich gar nicht mehr so viel Gold. Immer schöne Waffen. Oder anderes Zeugs. So. Wir kommen dann nur in die Kammer rein, wenn wir Schlüssel haben. Das ist kein Meisterschloss, oder? Doch. Mal gucken. Zu viel. Wow. Okay. Der Olaf Einauge, du. Gehen wir nochmal jetzt da, kleiner. Curse. Ganz einfaches Steel-Ex. Okay. Keine Falle, nichts. Verstehe. So, jetzt bin ich gespannt. Elven God of Wielding, One-Handed, 20%. Ja, aber nur wieder Elfen. Ist ja immer leichte Rüstung, das macht keinen Sinn. Überragende Illusion. Ja, es ist gut. Ja, so mittel.
Einen kleinen Blick noch mal gucken. Ich bin nicht sicher, ob die Stimme tatsächlich da wäre, wenn wir ordnungsgemäß mit einer Quest hier angetanzt werden und so weiter und so fort. Und das ist mir manchmal auch zu viel gewurschtel, immer zu warten, bis dann irgendein Questgeber das dann mal startet oder so. Oder vielleicht finden wir es auch nie und so weiter und so fort. Deswegen, ich gehe meistens dann einfach rein und fertig. Ich gebe zu, es hat jetzt ein bisschen den Charakter verloren, dass wir den Hintergrund nicht so wissen. Wir wissen halt einfach, der Olaf war ein ziemliches A-Loch, aber genau, jetzt sind wir hier wieder am Anfang, verstehe. Aber also der wurde ziemlich verflucht und hin und her. Und den haben wir jetzt quasi nochmal in den Arsch getreten. Und das war's. So ist mein Reimnis da drauf, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben ja eigentlich nie, wie soll ich sagen, immer zu warten, bis der Questgeber dir da sozusagen die Quest in die Hand drückt. Wie gesagt, ich finde es halt schwierig. So. Ist das eine dieser alten Ruinen? Ja, Lydia. Ja. Ich weiß gar nicht so recht, was ich jetzt dazu sagen soll. Todmannshuhn. Können wir hier nochmal so kurz ein bisschen Mortal. Alter, dann sind wir schon wieder dort. Oder wir gehen hier so. Lied des Nörners. Weil da oben ist ja auch, was man sieht. Wir sind halt wieder beim Entdecken und so weiter, ich weiß. Aber ich glaube, wir können auch einfach mal jetzt oben dann. Wir machen die Runde, um die Questen auch zu erledigen. Ich meine, da oben ist was, ne? Das ist eine Struktur. Ein Turm oder was? Ach nee. Das ist nur der Wasserfall. Und das erscheint nur so, dass das quasi eine wirklich glattkantige Geschichte ist. Ja, den Drachen, da brauchen wir nicht drauf wetten. Interessant, dieses. Oh Gott. Der hier hat frische Knochen zum Aussaugen. Das könntest du machen. So. Wir gehen mal hier an der Seite hoch. Oh, guck mal, die. Ah ne, die kämpfen miteinander. Wir müssen halt nichts. Mit diesen Kriegshandlungen haben wir nichts zu tun. Warte mal, wir sind so langsam. Ja, ich bin trotzdem der Meinung, wir werden höchstwahrscheinlich. Was ist das denn? Kommen wir wieder in was rein? Nein, das ist. Ah, okay. Kühnaret, verstehe. Stiebel. Oh, Entschuldigung. Du brauchst gar nicht rufen, wir können dich nicht erhören. So. Ich möchte nur kurz schauen, was hier los ist. Das
ist doch zu auffällig mit diesen beiden Flüsschen und hier so eine kleine Treppe und so weiter und so fort. Ja, könnten wir schlagen. Die springt einfach mal runter. Eine Höhle. Ja. Ist die Höhle. Wow. Ich gehe aber noch mal kurz runter, weil da der Typ rumliegt. Vielleicht hat der eine Note dran. Jetzt geht er noch weiter und die Leute reden sich auf. Was macht er? Geht noch mal eine Ebene höher. Ein Hasi. Das ist aber schön. Ein Cut-Hit. Ein Lockpick, gut. Viel Spaß. Verstehe. Ja, wir können den Drachen erstmal niederkämpfen. Ne? Wir wissen jetzt, dass die Höhle hier ist. Vielleicht haben wir dann doch eine Chance. Aber dann wäre es hier ohne Lydia, ne? Mist. Deckung ist vielleicht auch nicht so ganz zu empfehlen. Was sehe ich denn da schon wieder? Ist das eventuell eine... Wow. Ja komm, jetzt den Clean kannst du doch noch. Wow. Okay. Ist das Ranwijk's Fasten oder was ist das? Ah ja, okay. Bruthöhle. Aber das ist ein echt beschissener Ort, um den Drachen zu bekämpfen. Die Frage ist, ob da oben noch was.
Das ist jetzt sehr gefährlich. Scheiße. Wie war es das jetzt, oder? Wo ist er denn? Ist abgehauen, oder was? Wir hatten ihn eigentlich. Gut, dann lass mal schauen, bitte. Gut, wir müssen einfach nur nach unten. Oh Mann. Es lohnt sich nicht, den Drachen hinterher zu rennen. Das kann man mal festhalten. Was? Was geht denn da ab? Da waren wir auch schon drauf, ne? Okay. Wir müssten halt da hochspringen und dann könnten wir vielleicht den Drachen noch kriegen oder so. Ich muss jetzt mal sehen, dass das... Wäre ja unangenehm, wenn wir nicht wieder auf die Höhle treffen. So. Lydia kommt schon wieder. Sehr gut. Ich sehe nichts. Das eine Kampfmusik rechtfertigen könnte, Spiel. Bitte korrigiere dich. Was ist er denn? Hat die das jetzt gesagt, weil die weiß, dass... Die weiß mehr als ich, die Lydia. Jetzt ist er weg, ne? Ihr sterbt noch heute, Drache. Oh, schöne Wolken. Ja, wenn wir nicht wissen, wo er ist, kann ich ihn auch nicht besiegen und damit erledigt. Dann gehen wir in die Höhle.
warte mal, ob der da noch da ist. Keine Ahnung. Wo denn? Gemein. Gemeinheit. Weißt du was, ich mache hier einen kleinen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da würde ich schlicht und ergreifend dann in die Höhle gehen. Alles klar, bis dann. Tschüss.